Der 25. November ist weltweit der Tag zur Ächtung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Terre des Femmes hat dieses Jahr den Schwerpunkt gewählt: Kampf gegen Genitalverstümmelung. Weltweit werden jedes Jahr 3 Millionen Mädchen genital verstümmelt. Und das bedeutet für die Betroffenen zunächst eine akute Lebensgefahr, denn 25% sterben direkt an der Prozedur oder an den Folgen. Für die anderen bedeutet Genitalverstümmelung oft, dass sie lebenslange Schmerzen haben oder Beschwerden haben. Und die Idee hinter dieser religiös begründeten Verstümmelung ist, dass man Mädchen schon die Möglichkeit auf sexuelle Freuden nehmen will und sie der patriarchalen Gewalt unterwerfen will. Ich bin froh, dass hierzulande schon viele Maßnahmen dagegen in die Wege geleitet wurden. Und dennoch sind auch hierzulande rund 58.000 Mädchen von Genitalverstümmelungen bedroht. Deswegen muss noch mehr passieren. Zwei ganz konkrete Vorschläge. Zum einen muss das Thema Genitalverstümmelung aufgenommen werden in die medizinische Weiterbildung und Ausbildung. Und zum zweiten muss Genitalverstümmelung aufgenommen werden in den Katalog der Auslandsstraftaten, damit und sagen, Menschen, die hier leben, aber im Ausland Genitalverstümmelung vornehmen, entsprechend hier strafrechtlich verfolgt werden können. Genitalverstümmelungen sind ein Verbrechen gegen die Menschenrechte und wir müssen uns denen mit aller Entschiedenheit entgegenstellen.